So, herzlich willkommen zum Terranigma Let's Play 6. So, und es geht weiter. Jetzt war das der Turm 2, ja? Ne, das ist der dritte Turm. Der dritte war doch schon? Ja. Naja, hab schon lange nicht gehabt. Der Turm-Controller angeschlossen, jetzt geht's weiter. Aber jetzt muss man ins Dorf. Nee, das war erst ab dem vierten Turm. Weil man im fünften Turm so eine komische Weste brauchte, damit der Wächter dich nicht mehr rausschießen kann. Hat er ihn mal rausgeschickt. Das müsste jetzt der vierte sein. Ja. Ja. Sesam, öffne dich. Ah, mit der Seite. Wächter, ich bin erstaunt, dich zu sehen. Die Worte werden von einem leisen Kichern begleitet. Na, dann kichern wir weiter. Na, los, hol deine Monster. Ah ja, das war jetzt noch bei deiner Einstellung. Mit der komme ich überhaupt nicht wirklich klar, mit deiner. Muss ich ändern. Mit deiner komme ich überhaupt nicht klar. Grund entspannen. Das waren ja nur zwei Buchstaben. Aktivieren. Grundeinstellungen da. Schalten Sie weg, da kannst du direkt auf Grundeinstellungen. Ne, da nicht. Aber es steht da unten frei. Startplus weg. Ah, jetzt. Jetzt haben wir. Jo. Also ist er platt. Zum Speer ist auch nützlich. Kann man gleich als Balancierstab benutzen. Ja. Und die Paralyse jedes Mal der Start. Na los, komm. Wollte ich gerade sagen, wir sind mich verarschen. Und die Seele, eine weitere Seele. Der Mut wird auf die Probe gestellt, bewähre dich. Nun zeig mal die Herausforderung. Ein kleiner Dings, na komm schon. Hubert. Ja. Masubilami. Ah, ja, das wird doch getroffen. Ernsthaft? Nur ein toter Magier ist ein guter Magier. Aber immerhin schon mal 2000 Schnurre schon mal. Naja. Das musst du auch fauchen an jeder Ecke. Für Ausrüstung braucht man die höchstens. Ja, zwei mit einmal. Und zack. Und hinüber. Komm raus. Also. Wieso will das jetzt nicht? Und ja, scheiß. Geht doch. Der bringt nämlich auch Erfahrung. Könnte ich hier irgendwie oben? Dabei kam ich später hoch durch eine Treppe, oder? Ja. Ich glaube, hier war der richtige Weg. Ja, da ist auch was Blaues. Da sind nur Krüge zum Werfen.
die blauen Dinger. Damit kannst du die. Ui, ein kritischer. Sieht gleich 28 ab. Das sind die Hubas. Ja, die schwächsten Monster hier. Jo. Über Luffy die Blobs. Das hier heißen die Hubas. Und hier oben. Na, was ist hier? Da muss ich mir nachher noch durchfallen lassen. Wollen wir mit so einem Müll da noch ankommen, damit sind wir Gegner, ja. Ja, und du lässt dich von mir noch fressen. Naja, die haben da auch Hunger. Ich hab eben dein Herz für Monster. Da müsste jetzt der Silberfaden, glaube ich, drin sein. Jupp. Ja. Den brauchen wir, um diese komische Weste zu schneiern. Jedenfalls, Dings. Ah, er hält den Kristallfaden. Da tut die Melina ihn diese komische Weste denn schneidern, hier nach. Sonst kommt man in den fünften Turm nicht mehr rein. Ja, hast du in der Luft gestanden? Ein kleiner Programmierfehler anscheinend. Autsch. Aber wenigstens fällt man nicht so durch, dass man wieder hochlaufen muss. Ja, mal viel KP. Da musst du später erst. Da musst du, glaube ich, so ein Schalter betätigt werden. Ja, mir ist das Ding da nicht geholt. Ich hab nicht. Dann war es da durchfallen. Habt ihr Ranik mal wirklich lange nicht mehr gezockt, ihr habt. Außer jetzt am Let's Play, also. Ja. Es dreht sich jetzt noch und ein bisschen. Und bei den obersten war es auch noch nicht gewesen. Da oben? Ne, hier bei den obersten Seil. Hier. Da ist der Gang, da muss ich dann nachher. Achso. Bester Ark, ich habe eine Darbietung für dich vorbereitet. Na, dann zeig mal. Ich hoffe, sie gefällt dir. Jetzt kommt da so eine goldene Hubas. Jo. Den da muss ich platt. Voll covered ist das mit der ersten Gegner aus Link's Awakening. Und wenn man das Hinterteil abklappen muss. Oh. Ernsthaft jetzt? Naja. Ja, einer ist weg. Zum Glück ladet er sich von Arena auf. Das ist aber jetzt nur hier unten. Also in der Unterwelt ist das jetzt mitten auf Land. Das ist diese Kristallwaffe, die du hast. Ah, ja, sie. So, jetzt geht's weiter. Nämlich die Waffe führt dich nur hier unten auf. Nur keine Münze. Naja, freilich. Oh, Alter, schiel ich oder was? Das Ding will Snake mit dir spielen. Und du bist der ein Punkt, der gefressen werden muss. Ah, jetzt hat er den länger Stopp gemacht. Bloß ich bin ziemlich zäh. Das wir haben so schnell gemacht. Oh, Alter. Ich schiele wirklich heute. Sag mal. Dass ihr nie Probleme da irgendwie habt. Oh, zwei Teile noch, dann ist irgendwie weg. Alter, haben die Viecher sich gedopt oder was? Ja. So viel Crack genommen. Ja, den. Ne, hat ausreichend den letzten zu besiegen. 2075. Bam.
Das ist, glaube ich, die Mucke von dem Schloss, wo man später hinkommt. Da werde ich nicht hochnehmen. Doch, dauert ein Weilchen. Ah, jetzt ja. Das war unsere heutige Show. Vielen Dank. Ach, eure Show besteht da drin, Leute fressen zu lassen. Ja. Da müssen wir denn nachher noch... Da musste ich jetzt rein, aber ich mache das ja später, weil ich die anderen Dinge alle noch holen möchte. Bin ein bisschen hochgelaufen, also vorgelaufen. Naja, den Hauptweg hatte ich noch so in Erinnerung gehabt. Komm vor. Und sag, ich bin tot. Tot. Und schön. Voll die Abkürzung. Wenn ich das Teil da unten. Irgendwo war ein Kristall, oder? Ah nee. Das ist hier am Anfang. Hat der gelebt, indem er sie, wo er getroffen wurde. Hoppla. Ein kleines Bäuerchen. Na klar, wo er weg war. Hier oben bin ich hoch. Kann ich hier so da nach oben? Haben die hier keine Gegner oder sowas? Die sind auch nicht wirklich der Bringer. Von Erfahrung her nicht, aber das ist ja normal. Können am Anfang nicht die heftigen Gegner machen, die ja sonst wie viel Erfahrung geben. Ja, ich am Anfang ein Gegner, der eine Million von Erfahrung gibt. Ja. Mal fett über 3. Was der Benchmark gleich so hoch. Naja, was dann natürlich nur mit dem Sheet geht. Da kommt schon. Ich gebe für so nichts auf Sheeten oder Glitchen. Das ist für mich kein Spielen sowas. Man muss auch den Schwierigkeitsgrad auch sehen können. Ja, man muss ihn auch beibehalten. Der Entwickler macht ja nicht umsonst diesen Schwierigkeitsgrad. Wenn man den cheatet, versaut man sich doch das Spiel mit. Das, finde ich, ist auch nicht der Sinn der Sache eigentlich. Schön knusprig. Naja. Arg am Spieß. Und den Handlerisch. 7 KP, ein 2-2 Angriff, eine Abwehr und eine Agilität. Bei Luffy heißt das Glück. Da hat Glück, also Glück bei Luffy ist das mit die Dings da Glück bei der Charakter. Und Glück hat damit zu tun mit die Zornattacke. Umso höher die Glückanzeige ist von der Zornattacke, umso stärker ist die denn, wenn man die einsetzt. Ist jedenfalls bei Luffy so. Sag mal. Geht doch. Und nicht gleich so. Ja, jetzt hast du alles, wenn du den eingesammelt hast. Ich glaube, ein bisschen ist noch. Irgendwo war noch eine Truhe versteckt. Naja, wo ich Super Nintendo hatte, wo ich kleiner war, hatte ich ja maximal ein Super Nintendo gehabt. Und da habe ich auch noch Terranigma, Lufia und Zelda rauf und runter gezockt gehabt. Und ich war damit auch zufrieden. Ja, und das wie heute die Klinkhänder. Ja. Also Super Nintendo hat schon Laune gemacht und ich war damit vollständig zufrieden. Ich musste nicht mehr haben. Ja. Heutzutage wollen die Klinkhänder eine 4 Pro haben. Ja, genau mit dem Gameboy TM. Ich muss auch nicht mehr haben. Zwar habe ich immer bei diesem Zelda Links zur Wegen, also das mit dem Wind frisch.
den letzten Tempel immer eine Sache übersehen, aber wirklich immer dieselbe Sache habe ich da übersehen. Da hatte ich doch diesen Gameboy-Aufsatz für den Super Nintendo und habe ich das Zelda mal auf dem Fernseher gezockt. Und dann habe ich gesehen, was ich übersehen hatte. Ganz recht, diese... Na komm schon, diese... Eine Mauer, die man durchbauen muss. Die war gleich am Anfang. Die habe ich immer übersehen, die Mauer. Und da war der Schlüssel dahinter, der mir noch gefehlt hat. Und dann hat es geklappt. Weil ich mir immer die Schlüssel, also den Master-Schlüssel und sowas, immer so schnell wie möglich holen wollte. Und auch die Waffen. Und der Game Boy Tier ist eigentlich von der Technik der modernste Game Boy der Welt. Wenn man daran denkt, wie alt er ist und was er für eine gute Auflösung hatte. Heutzutage der DS und so ist für heutige Verhältnisse einfach nur pixelig. Für heutige Verhältnisse ja, aber für damalige Verhältnisse wäre der DS damals rausgekommen oder der TM rausgekommen. Ja, dann wäre es damals schon heftig. Ja. Aber der Game Boy TM mit seinen 160x160 Pixel, das war schon eine heftige Auflösung damals. Ja, für damals, aber heute ist das gar nichts. Und wir waren damit auch zufrieden. Ja, mit den Geräten war ich mehr zufrieden als mit den heutigen. Ja, weil wir heute die höhere Ansprüche haben. Ja. Und früher war auch der Vorteil, man hatte nur eine Fernsehgeneration. Ist egal, was du da angeschlossen hast, war alles Top-Grade-Qualität. Heutzutage braucht man sonst die welche Fernseher dafür. Nimm mal einen alten Super Nintendo und dann die Glotze hier. Ach, wer ist denn das jetzt schon wieder? Und dann diese alte Glotze hier. Also beziehungsweise eine Röhre. Und schließt da mein Super Nintendo Original an. Bombenqualität. Ja, hat man heutzutage nur auf dem Handy noch Crash. Bei Super Nintendo ja. Also jetzt auf dem Voll-HD oder 4K-Fernseher macht den Nintendo, natürlich geht es gar nicht. Aber der war ja schön angepasst. Selbst eine PlayStation 4 Pro kann man an der Röhre anschließen, aber man braucht ein spezielles Kabel. Ja, aber lohnt sich nicht wirklich. Ja, besonders wenn man Skyrim macht, dann wird die Schrift hier ein bisschen zu klein. Ein bisschen? Ist ein bisschen übertrieben, also untertrieben meine ich. Die wird ganz schön klein, selbst bei der PlayStation 3 war das so. Außer bei den Remakes von der 2. Da war die Schrift gut auf der Röhre. Ja. Bei die 2 Remakes. Das haben sie wieder. Oder wie mein Kumpel immer sagt, Trophäen-Remakes. Die verändern ja an der Grafik kaum was. Ja, und dabei sammelt er ja auch kaum Trophäen, vor allen Dingen. Mhm. Naja. Er sammelt hauptsächlich die Leichen-Trophäen. Finde ich ja nicht schade. Na komm vor. Geht doch. Ach scheiß auf die Truhe, da ist eh nur so ein Gegengift. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da jetzt hin muss. Dass wir den Tempel hier noch fertig kriegen, ja? Jo. Ah, hier ist der Anfang wieder. Da ist hier der Eingang. Mensch, wie Arschlecken. Ich will dich nicht. Sucht euch mal ein paar andere Gegner aus. Wenn ihr Langeweile habt, dann wisst ihr, was da besorgt. Ja, trainieren muss man trotzdem noch. Und tschüss. Oh,
die zwei Viecher schon wieder. Huba. Hubi. Das war, glaube ich, bei Master Bellamy diese Frau, die immer Hubi gesagt hat. Jedenfalls bei der Trickfilmfassung. Ja, da gibt es zwei Staffeln von. Ich weiß jetzt nicht, oh. Einmal mit Maurice, das ist die gute Staffel. Und dann gab es noch eine Staffel ohne Maurice. Und die war hässlich gewesen. Ich glaube, weil sie so viel verändert haben. Ja, bei mit Maurice haben sie immer Huba Huba gesagt. Und bei der anderen Version haben sie richtig gesprochen. Und das mit Maurice, das war viel lustiger. Mit den Affen. Ich hab's aber nicht so geguckt gehabt. Deshalb kann ich kaum was mitbekommen von denen. Die kommen seit 60 Jahren schon nicht mehr, die Serie. Doch, bei Super RTL kommt die noch. Aber das ist morgens. Ja, das ist ja langweilig, da guckst du ohne Werbung. Also Fernsehgucken ist total out heutzutage. Entweder ja, man hat Sky Werbung. Ohne Werbung oder man zieht sich ein paar Filme, die man das nicht Problem, kauft. Das Problem ist jede 5 Minuten Werbung. Was soll denn der Scheiß? Ja, und das Problem ist noch für Super HD oder einen anderen Sender, also die ganzen HD-Sender zahlt man Geld. Man hat trotzdem Werbung. Vor allem, man hat nur die halbe Auflösung. Ja. Außer Samsung Ultra HD oder wie die Sender heißen, rausgebracht. Ja, die gibt's, aber da gibt es nur wenige Sender, da gibt es gerade mal zwei. Zwei Demo-Sender. Außer wenn sie mal Sport ausstrahlen und so, dann gibt es auch mal echtes 4K kostenlos. Da wollen sie jetzt so das irgendwie so machen wie Hetze mit HD Plus. Ja, wie wollen MDR sie das mit dem Voll HD machen. Ja, dann werden 4K-Sender Geld kosten. Ich glaube HD Plus oder wie das da heißen soll. Ja, HD Plus gibt's ja jetzt schon. Da sind ja die kostenpflichtigen. Ich weiß nicht, wie die hier nennen wollen, aber die jetzt gibt's, das sind ja nur Readys, ist ja noch nicht mal voll HD. Aber besser als dieses komische, hässliche Paul. Dieses Analogfernseher, ja. Wenn sie analog voll ausnutzen würden, wäre das geil. Ja, wegen der Übertragung gibt's Rauschen. Ja. Weil die Übertragung ist das, was die Qualität runtermacht. Rohqualität ausstrahlen, die Sender. Direkt vom richtigen hochwertigen Master so ausgestrahlt. Das ist ja sogar noch höher als 4K. Ja, die nächsten sind dann erstmal fertig. Nordamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ich mache wohl ganz schön viel. Das ist glaube ich die alte, die also Rest. Unten, wenn man mit den Äpfeln gesagt hat, das habe ich gesehen. Legst du sie mal auf, wenn sie die Äpfel wegfrisst. ja, jetzt musst du die Weste machen und dann... Jedenfalls Melina macht die das. Dann gebe ich den Faden hier ab, gehe dann pennen, dann steht dann nachts auf, wird erstmal ein bisschen gelabert und dann... Andermorgen, wenn du wach bist, gehst du wieder zu ihr hin und die gibt dir die Weste denn. Und das wird dir jetzt noch gezeigt. Na los, Melina, dieser Faden hier ist wundervoll. Es ist ein Kristallfaden. Kann ich ihn haben? Ich werde ihn in diese Weste einweben. Ich bin sicher, dass dich diese... dies kräftigen und schützen wird. Na, dann web mal. Hühner eingefroren. Die schmecken bestimmt als Eis, bestimmt noch gut, die Hühner. Bei den neuen Tomb Raider, also das für die 4. Da kannst du mit Hühner werfen und sowas alles. Ich find's geil. Oh. Glatte 2 Stunden. Der letzte Speicher war auf Level 1. Oh. Daran kann man sehen, dass man das mit einem Emulator zockt und dieses Emulator-Safe immer nutzt. Ja. Diese Safe-Station und so. Ja, und runtergeflogen vom Bett. Hat wohl Albträume gehabt. Ja, der genau so. Nackig.
Der Boden ist hart. Ach, was du nicht sagst. Ja, Ah, was zum. Der hat einen Albtraum. ich habe gesagt, der Boden ist weich. Ist ja der Alte? Der pennt im Sitzen, oder? Weiser, was gibt es? Ah, Frage nach Symptom. Geh, du bist langweilig, Weiser. Ach, Weiser, ich bin müde. Schließe deine Augen, ich werde dich heilen. Ein Schläfchen im Bett kann dich auch heilen. Der Kristallspeer gibt dir die verlorene Kräfte wieder. Willst du dich selbst heilen, so ist eine der Knollen. Geh nun. Ja, wenn ihm die nicht schmecken. Schläft der Alte überhaupt mal? Nee. Der braucht keinen Schlaf. Ja. Der Typ ist eine Maschine. Die war ziemlich schnell fertig. Ah, Melina, ihr Götter, erhört mich, ihr Mächtigen. Ich flehe euch an, schützt Ark vor Verletzungen und bitte bringt ihn bald wieder zurück. Der wird schon zurückkommen. Ja, aber er ist sehr spät. Na los, wann geht das Gelaber los? Ich wollte gerade sagen, ihr sollt euch nicht anstarren, ihr sollt labern. Melina, was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Ark, ruhe dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen. Wenn die Weste fertig ist, Ark, das wirst du doch nicht tun, oder? Natürlich nicht. Ark, wer hat gesagt, ich würde in die Ferne gehen? Ja, ich habe gesehen, wie groß die Welt wirklich ist. Aber ich liebe diesen Ort, weil du hier lebst. Oh, ist das kitschig. Ich könnte nie gehen. Melina, danke. Ach, diese Worte allein reichen schon. Du hast noch etwas Zeit. Ruh dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder. Ich werde dich erwarten. Also es ist ein Wunder, dass sie nicht gleich um den Hals fallen. Ja. Zum Glück ist es morgen keine Hochzeit. Bei Luffy wird er heiratet. Bloß nicht das Pärchen, was man am Anfang denken würde. Vor allen Dingen, alles ist dunkel, aber die sind hell. Ja. Als ob die leuchten. Also kann ich später speichern. Es wird weiter geschnarcht. Bis zum Endgegner können wir noch spielen und dann. Der Turm ist nicht groß. Der fünfte Turm. Und das sehen wir im nächsten Video. Über den Endgegner platt machen. Klar. Das ist dieser Scorpion. Weil sonst sind das so lange Videos und das Hochladen dauert. Naja, weil so. Erst, bis weil wir du die Weste haben und dann geht das zum nächsten. Das liegt daran, weil du so einen schlechten Upload hast. Ah, die Weste hast du schon. Ah ja, da war ja was. War die zu schnell. Die kriege ich ja von Melina verpasst. Ach, schick sie per Telepathie oder per Luftpost. Bei Luffy bestellen sie sich sogar Pizzen. Ja. Und ihr wollt die neuesten Konsolen. Melina, na Ark, hast du gut geschlafen? Ja. Hier, nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Beim Weben betete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Ark erhält die Titanium-Weste.
Titanium. Ja, und wie hat sie das erwähnt? Sei vorsichtig, ich werde für dich beten. Na, 30 Minuten sind das schon. Legst du noch an und dann... Nicht da. Da. Möchtest du dir annehmen? Drück. Ja. So, bisschen Verteidigung erhöht. Ja. Und dann machen wir jetzt für diesen Let's Play erstmal Schluss. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Jo. Bis später. Nein, haut drin. Na los, geht's.